Willkommen zur Linearisierung einer Funktion. Leider ist es oft so, dass man eine schwierige Funktion hat, die einen bestimmten Zusammenhang beschreibt. Fast immer ist es jedoch genauso gut, mit einer Näherungsfunktion zu arbeiten, die zudem sehr viel leichter zu handeln ist und nahezu das gleiche Ergebnis bringt. Warum also Leben leichter machen? Zur Info, ganz besonders im Zusammenhang mit Differentialgleichungen ist die Möglichkeit der Anwendbarkeit der Linearisierung unter Insidern oft gleichbedeutend mit Weihnachten und Geburtstag zusammen. In manchen Fällen muss man aber auf Näherungen zurückgreifen, weil man es anders nicht lösen kann. Wie funktioniert das, willst du jetzt sicher wissen. Das hört sich ja sehr vielversprechend an. Da muss man sicher einiges zu wissen, oder? Alles falsch. In dieser Lerneinheit werde ich dich davon überzeugen, dass die Linearisierung einer Funktion eigentlich sogar ziemlich leicht ist. Denn du musst nur diesen Zusammenhang in deine Formelsammlung übertragen. Und der lautet, t von x ist gleich f von x0 plus f' von x0 mal, Klammer auf, x minus x0. Fertig. Nicht erschrecken, ich erkläre dir jedes Stückchen ganz genau im Anschlussvideo mit einem ausführlichen Beispiel.